Unsere Griechenland-Reise geht weiter. Zwei Etappen liegen vor uns. Montenegro ist unser Ziel. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir starten vom Autocamp Nordsee in Pakistane Richtung Süden. Unser Ziel ist Budima. Dort gibt es einen Stellplatz. Das ist unser erstes Etappenziel. Wir fahren erst ein Stück an der Küstenstraße entlang und dann geht es auf die Autobahn. Mit uns fahren natürlich Lisa und Horst weiterhin. Horst fährt jetzt hinter uns und Lisa filmt auch mal hin und wieder mit der Kamera. Die Gesamtstrecke ist etwa 280 Kilometer und wir werden überwiegend Autobahn fahren. Der Autocamp oder Stellplatz in Budima liegt etwa 50 Kilometer vor Dubrovnik. Wir ziehen wieder ein Ticket oder beziehungsweise ich ziehe ein Ticket und es geht rauf auf die Autobahn. Die Autobahn ist auch hier nicht stark befahren, so kommen wir bei schönem Wetter mit Temperaturen von über 25 Grad gut voran. Nach 150 Kilometer etwa verlassen wir die Autobahn, zahlen etwa 15 Euro Maut. Die Autobahn ist hier ja zu Ende, so müssen wir wieder auf die Küstenstraße. Etwa 50 Kilometer vor Dubrovnik liegt dann unser Stellplatz. Wir fahren ja auf der D8 und die führt jetzt etwas weg vom Meer. Wir kommen durch eine Tiefebene mit einem großen Gemüseanbaugebiet. Hier finden sich an der Straße jede Menge Gemüsestände. Wer also frisches Gemüse braucht, der kann sich hier damit versorgen. Es geht jetzt weiter der Küstenstraße entlang und wir müssen das Nicht-EU-Land Bosnien-Herzegowina passieren. Und hier gibt es dann Grenzkontrollen. Man sieht es hier auf der Karte, es ist nur ein schmaler Zugang zum Meer, den Bosnien-Herzegowina hier hat, aber hier gibt es auf jeden Fall Grenzkontrollen. Wir haben Glück, es geht sehr zügig voran. Wir müssen nur unsere Pässe vorzeigen und dann können wir schon weiterfahren. Ich werde häufiger gefragt, mit welcher Kamera machst du diese Aufnahmen. Das ist eine GoPro Hero 5. Sie ist am Innenseite des Beifahrerfensters befestigt. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Montenegro länger dauern werden. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal fahren wir zum Stellplatz nach Budima. Der Stellplatz liegt direkt an der D8. Im Internet oder beziehungsweise als ich recherchiert habe im Internet über diesen Platz, habe ich schon gelesen, dass der Verkehrslärm hier gut auf dem Platz zu hören ist. Da wir nur eine Übernachtung machen wollen und der Platz sehr verkehrsgünstig liegt, nehmen wir den Krach in Kauf. Wir reisen am frühen Nachmittag an und außer uns sind keine weiteren Camper da. Es gibt eine kleine Rezeption, dort haben wir uns angemeldet und haben uns dann einen Platz ausgesucht, also beziehungsweise es gibt keine Parzellierung, man kann sich hinstellen, wo man will. Strom gibt es auch und es gibt auch ein Toilettengebäude, dort gibt es Duschen und auch Toiletten. Der Platz kostet 19 Euro ohne Strom. Wir haben noch Hauptsaison, es ist 31. August und sonst kostet der Platz 16 Euro. Strom kostet etwa 3 Euro. Die Preise sind hier in Kuna ausgezeichnet, ganz klar in Kroatien. Man muss umrechnen, etwa 1,07 Kuna. Wir sind hier fast direkt am Meer. Über einen kleinen Weg kommt man zu einer Bucht und dort kann man schön, wenn man möchte, schwimmen gehen. Wir haben Lufttemperaturen von über 30 Grad und das Wasser hat mehr als 25 Grad, denke ich, geschätzt. Wie so oft in Kroatien ist hier auch das Wasser glasklar, hängt damit zusammen, dass hier Steinstrand ist oder der Boden aus Steine besteht und man sollte Badeschuhe dabei haben, dann ist das kein Problem. Auch himmelblau? Ja. So verbringen wir noch einen schönen Nachmittag am Meer und am späten Nachmittag füllte sich dann der Stellplatz auch. Insgesamt standen mit uns 7 Fahrzeuge auf diesem Stellplatz.
Der Abend und die Nacht ist gekommen, der Platz ist beleuchtet, der Verkehrslärm ist weniger geworden, aber es ist immer noch etwas, da fahren immer noch Fahrzeuge. Also wer empfindlich ist, für den ist es dort weniger gut. Am nächsten Tag geht es gleich weiter. Wie man hier sieht, die Zufahrt ist etwas steil. Wer einen langen Überhang hat an seinem Wohnmobil oder einen Anhänger dabei hat, sollte ein bisschen vorsichtig sein. Heute haben wir eine Strecke von 200 Kilometer und es geht nach Montenegro zur Stadt Ulcin bzw. direkt ans Meer zum Safari-Camping. Ich habe hier bei der Google-Karte nur die Stadt eingegeben. Der Campingplatz liegt direkt am Meer und fast schon an der Grenze zu Albanien. Dieser Streckenabschnitt, der hat es in sich. Wir werden für diese 200 Kilometer einige Stunden brauchen. Das wissen wir aus Erfahrung, da wir diese Strecke schon vor einigen Jahren gefahren sind. Aber erstmal passieren wir Dubrovnik, eine historische Stadt mit sehr viel Tourismus und großen Luxuslinern, die hier im Hafen liegen. Wir haben uns diese Stadt schon vor einigen Jahren angesehen, also fahren wir in diesem Fall vorbei. Für alle, die es interessiert, es gibt hier in Dubrovnik einen großen Campingplatz. Der ist aber relativ teuer. In der Hauptsaison nimmt er etwa 50 Euro pro Übernachtung. In der Nebensaison ist es etwas weniger oder man zahlt dann mit Campingchecks. Geht aber nur in der Nebensaison. Jetzt geht es erstmal bergauf. Wir müssen hier so einen kleinen Höhenzug überwinden, aber dafür werden wir entschädigt durch eine tolle Aussicht. Wir haben einen Blick auf die Bucht von Dubrovnik und wir sehen hier, wie die Luxusliner Dubrovnik anlaufen oder auch wieder verlassen. Wir sind der Küstenstraße gefolgt und sind jetzt an der Grenze zu Montenegro. Was wir hier sehen, ist Ausreise Kroatien, aber auch hier brauchen wir schon mal unsere Pässe. Wartezeiten muss man hier schon mal einplanen, denn jedes Fahrzeug bzw. alle Ausweise oder Pässe werden hier kontrolliert. Dann geht es wenige hundert Meter weiter und wir kommen zur Einreise Montenegro. Auch hier müssen wir wieder warten. Es dauert etwa 20 Minuten geschätzt. Und hier brauchen wir natürlich unsere Pässe, die eingescannt werden hier. Und ganz wichtig, hier brauchen wir auch die grüne Versicherungskarte. Und die sollte noch gültig sein, das ist auch wichtig. Nachdem wir dann einen Stempel in unserem Pass bekommen haben, ging unsere Reise weiter zur Bucht von Kontur. Montenegro gehört ja nicht zur EU, aber trotzdem haben sie den Euro als Zahlungsmittel. Wir umfahren die Bucht von Kotor nicht, sondern nehmen eine Abkürzung bzw. nehmen eine Fähre, um unsere Fahrstrecke etwas zu verkürzen. Man kann natürlich auch rumfahren, kostet nur Zeit. Unsere beiden Navigationsgeräte haben einwandfrei gearbeitet, alles wurde einwandfrei angezeigt und wir sind immer die richtige Route gefahren. Etwa 11.30 Uhr erreichen wir die Fähre. Wir sind morgens um 9 Uhr gestartet, also wir haben 2,5 Stunden gebraucht. Es waren etwa 100 Kilometer. Am Fähranleger gibt es ein kleines Häuschen. Dort kann man ein Ticket erwerben für die Fährpassage. Das Ganze kostet 9 Euro, eine einfache Überfahrt. Eine lange Wartezeit gab es nicht. Es fahren hier mehrere Fähren, sodass wir schnell auf der nächsten Fähre drauf waren und die Überfahrt auch sofort startete. Ich sehe gerade die Scheinwerfer von Horst sein Mobil auf unserer Rückwand. Dabei fällt mir ein, man muss in Montenegro auch am Tage mit Licht fahren. Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten, so haben wir kaum Zeitverlust durch die Fähre. Bei der Runterfahrt von der Fähre müssen wir ein bisschen warten. Erst dürfen alle PKWs runter und dann kommen wir mit den Mobilen. Unsere Route führt uns jetzt noch ein Stück in der Bucht entlang und dann geht es etwas weg vom Meer und es wird etwas gebirgig. Die Hauptverkehrsstraßen sind in Montenegro überwiegend gut. Unsere Strecke führt uns aber auch eben durch Gebirge und mit vielen Kurven, sodass wir etwa für die 200 Kilometer 5,5 Stunden brauchen, inklusive Grenzübertritt und auch Fähre.
Immer wieder hat man einen schönen Blick aufs Meer, so wie hier bei einer Pause kann man den Ausblick wirklich genießen. Leider gibt es an dieser Strecke nicht viele große Parkplätze, wo wir mit unserem Mobilen stehen können. Aber wir hatten Glück und haben einen gefunden. Wir tauschen mal die Reihenfolge. Lisa und Horst fahren jetzt vor uns. Wir haben jetzt die letzten Kilometer und erreichen die Außenbezirke der Stadt Ulcin. Unser Ziel ist jetzt in etwa 5 bis 6 Kilometer Entfernung. So erreichen wir etwa gegen 15 Uhr den Autocamp Safari Beach. Er liegt direkt am Meer. Wir kennen den Platz. Wir waren dort schon 2014. Ich habe auch ein Video von diesem Platz erstellt. Für alle, die es interessiert, ich hänge ihn hinten dran. Dann könnt ihr ihn anschauen. Ich werde aber auch im nächsten Video über diesen Platz berichten. Ja, das war Teil 3 unserer Reise nach Griechenland. Im nächsten Teil wird uns dann unsere Reise durch Albanien führen. Auch darüber will ich natürlich berichten. Wer diesen Teil dann nicht verpassen möchte, der sollte gleich am Ende hier meinen Kanal abonnieren. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.